Ich kenne keinen sicheren Weg zum Erfolg, nur einen zum sicheren Misserfolg, es jedem recht machen zu wollen. Diejenigen, die zu klug sind, um sich in der Politik zu engagieren, werden dadurch bestraft, dass sie von Leuten regiert werden, die dümmer sind als sie. Wir können Kindern vergeben, dass sie Angst haben vor der Dunkelheit. Eine echte Tragödie wird es, wenn sie als Erwachsene Angst haben vor dem Tageslicht. Liebe macht blind. Nur die Toten haben das Ende des Krieges gesehen. Besser sterbend den Gegnern etwas hinterlassen, als lebend Freunde anzubetteln. Aus der Demokratie entwickelt sich, wenn Freiheit im Übermaß bewilligt wird, die Tyrannei. Lebe wohl und suche so leicht als möglich zu tragen, was nicht zu ändern ist. Ist der Mensch mäßig und genügsam, so ist auch das Alter keine schwere Last, ist er es nicht, so ist auch die Jugend voller Beschwerden. Es ist keine Schande, nichts zu wissen, wohl aber nichts lernen zu wollen. Gerechtigkeit wird nur dort herrschen, wo sich auch die vom Unrecht nicht Betroffenen genauso entrüsten wie die Beleidigten. Der Tugendhafte begnügt sich, von dem zu träumen, was der Böse im Leben verwirklicht. Die schlimmste Art von Ungerechtigkeit ist die vorgespielte Gerechtigkeit. Das Urteil der Menge mache dich immer bedenklich, aber niemals verzagt. Beim Spiel kann man einen Menschen in einer Stunde besser kennenlernen als im Gespräch in einem Jahr. Wenn nicht die Macht im Staat und die Philosophie in einer Hand liegen, gibt es kein Ende der Leiden für die Staaten und für die Menschheit. Sich selbst zu kennen, ist die erste aller Wissenschaften. Weise reden, weil sie etwas zu sagen haben, Toren sagen etwas, weil sie reden müssen. Es gibt drei Arten des menschlichen Charakters, der Philosoph, der Ehrgeizige und der Habsüchtige. Die Philosophie bietet mir einen Hafen, während ich andere mit den Stürmen kämpfen sehe. Sieben Jahre schweigender Forschung werden gefordert, um zu lernen, was wahr ist, 14, um zu wissen, wie man es seinen Brüdern kundzutun hat. Kultur ist der Sieg der Überzeugung über die Gewalt. Denken, was wahr, und fühlen, was schön, und wollen, was gut ist. Darin erkennt der Geist das Ziel des vernünftigen Lebens. Willst du den Körper heilen, musst du zuerst die Seele heilen. Jedes Ersinnen eines noch nicht Seienden, welches irgendwie ins Sein soll gebracht werden, ist Dichtung. Wer in der Demokratie die Wahrheit sagt, wird von der Masse getötet. Das Denken ist das Selbstgespräch der Seele. Wenn zwei Knaben jeder einen Apfel haben und sie diese Äpfel tauschen, hat am Ende auch nur jeder einen. Wenn aber zwei Menschen je einen Gedanken haben und diese tauschen, hat am Ende jeder zwei neue Gedanken.
Die Notwendigkeit ist die Mutter der Erfindung. Wenn die Guten nicht kämpfen, siegen die Schlechten. Die Philosophen sollen Könige, die Könige Philosophen sein. Das ist der größte Fehler bei der Behandlung von Krankheiten, dass es Ärzte für den Körper und Ärzte für die Seele gibt, wo beides doch nicht getrennt werden kann. Lerne zuhören und du wirst auch von denjenigen deinen Nutzen ziehen, die dummes Zeug reden. Der Anfang ist der wichtigste Teil der Arbeit. Die Staaten blühen nur, wenn entweder Philosophen herrschen oder die Herrscher philosophieren. Der Zugang zur Macht muss Menschen vorbehalten bleiben, die nicht in sie verliebt sind. Uneingeschränkter Ernst ist im Umgang mit Menschen stets unangebracht. Die ständige Sorge um die Gesundheit ist auch eine Krankheit. Liebe, eine schwere Geisteskrankheit. Der Mensch, geschaffen als Spielzeug Gottes. Gute Menschen brauchen keine Gesetze, um gezeigt zu bekommen, was sie nicht dürfen, während böse Menschen einen Weg finden werden, die Gesetze zu umgehen. Der Narr ist an zwei Zeichen zu erkennen: er fragt viel nach Dingen, die für ihn nutzlos sind, und spricht sich aus, wonach er nicht gefragt wird. Denn niemand kennt den Tod und niemand weiß, ob er nicht vielleicht das größte Gut für den Menschen ist. Leben heißt beobachten. Liebe ist in dem, der liebt, nicht in dem, der geliebt wird. Durch Erziehung wird der Mensch erst wahrhaftig Mensch. Wer durch den Besitz des Guten glücklich geworden ist, der ist wahrhaft glücklich. Man muss keine weiteren Fragen mehr stellen, warum er glücklich ist. Nicht das Leben ist das höchste Gut, sondern das gute Leben. Gut Leben ist so viel wie edel und gerecht. Vom Schönen und Weisen und Guten nähren sich und an diesem wachsen die Flügel der Seele. Am Hässlichen und Bösen welken sie und fallen ab. Nun freilich starren Sinnes zu behaupten, dass das, was ich gesprochen habe, auch unbedingte Wahrheit sei, das schickt sich nicht für einen, der zu denken pflegt. Platonische Liebe kommt mir so vor wie ein ewiges Zielen und niemals Losdrücken. Das Staunen ist der Anfang der Erkenntnis.